Und damit herzlich willkommen zurück zu Flatout 4 und wir starten direkt mit der Wüste. Oh, ich liebe die Wüste. So, mal gucken, was die Karre drauf hat jetzt nach unserem Tuning. Und wie das Nitro aussieht. Wir haben so viel Geld. Das können wir mal eben verbrennen. Ja, okay, ist nicht sehr spektakulär. Das Geld verteilt sich dann halt. Also gehört auf jeden Fall nicht zu meinen Favorites. Da finde ich alle anderen besser. So. Ich bin halt nicht so dekadent, tut mir leid. Die Wüste fährt sich schon viel besser als Wald und Schnee. So. Wenn euch die Ingame-Lautstärke zu laut ist, so dass ihr das anstrengend findet, weil ihr wollt mich ja hoffentlich auch reden hören, müsst ihr Bescheid geben. Ah, Alter, der bremst halt null. Der bremst halt gar nicht mehr. Wieso? So schnell bin ich doch gar nicht. Ja, ah, Mist. Dieses Driften. Okay. Sehr schön. Ist halt für mich immer nicht leicht einzuschätzen, ob das Spiel nun zu laut ist oder nicht. Weil ich gucke das dann immer mit verschiedenen Mediums, ob das soundmäßig passt. Und je nach Medium ist es halt mal so, ne? Da bin ich dann ein bisschen auf euch angewiesen. Ah, Mist. Ah, shit. Oh, was fahre ich denn hier wieder zusammen? Komm, gib Gas. Einmal Konzentration, Marvin. Einmal konzentrieren hier. So. Ich meine, wir haben das Fahrzeug. Vielleicht ist es ja genau das. Vielleicht weiß ich, dass wir das gute Fahrzeug haben und dann dementsprechend konzentriere ich mich nicht mehr, weil ich mich auf das Fahrzeug ausruhe. So, dann schalte ich meinen Kopf ab und mein Körper fährt von ganz alleine. Aber das ist doof. Weil dann fail ich und dann darf ich das nochmal neu machen. So, wunderbar. Guck mal, wenn ich mich konzentriere, dann geht das doch schon viel besser. Wer hätte das gedacht? Hey, du Arsch! Alter. Gothica Black. Du Blöde. So. Kommt wieder auf die Beine. Danke. Ich meine, auf die Reifen. Also, wir müssen der jetzt richtig ausgeteilt haben, oder? Hoppsa, falsche Taste. Wollte nach hinten schauen, aber jetzt ist es auch schon zu spät. So. Aber ich bin gespannt, wie die ganzen Lackierungen der anderen Fahrzeuge aussehen. Darauf freue ich mich ein bisschen. Nicht auf das Farm. Das Farm wird super anstrengend und langweilig und nervig. Ich werde mal überlegen, was ich währenddessen mache. Kann ich gar nicht. Ein Hörbuch hören vielleicht oder so. Aber ich bin sehr gespannt auf die ganzen Lackierungen. Auf die Lackierungen freue ich mich. Nicht auf das Farm. Vorsichtig, vorsichtig. So, wenn man sich ein bisschen konzentriert, dann geht das doch ganz gut von der Hand. Wie weit habt ihr Flat... Oh, hi. Wie weit habt ihr Flatout 4 eigentlich gespielt? Das würde mich auch interessieren. Wie viele von denen, die Flatout halt, also Flatout 4 gekauft haben, gerade die, die sich das aus Nostalgie gekauft haben, wie viele von denen haben das wirklich beendet? Oder haben dann gesagt, keine Ahnung, nach dem ersten paar Cups schon, nee, das ist totaler Scheiß, gebe ich zurück. Das würde mich wirklich interessieren. Leider ist meine Reichweite noch nicht groß genug, dass ich viele Leute damit ansprechen kann. Aber wenn ihr das seht, würde mich freuen, wie weit ihr das Spiel durchgehalten habt. Wenn ihr es sogar durchgespielt habt. Da habt ihr meinen größten Respekt dann, wenn ihr das gemacht habt. Weil, abgesehen von den normalen Fehlern, die wir hier haben, ne, mit der Physik und bla bla bla, ist das Durchspielen ja ziemlich schwierig, weil man ja so viel Geld farmen muss. Das hätten sie ruhig anders machen können, finde ich. Aber gut. Das war dann die Wüste. Oh, war das spannend, oder? Mensch. So, Gothica Black schon wieder. Ach, Mensch. Ach, das war erst das erste Rennen. Ich dachte, das wäre schon das zweite. Ja, dann ab in den Wald. Ich mag nicht zum Wald. Ich mag wirklich nicht zum Wald.
aber wenigstens haben wir Sonne. Da sieht dann alles schon viel schöner aus. Leute, Leute, bitte nicht bremsen. Fahrt bitte normal weiter. Danke. Nein. Oh, Alter. Ich muss an die Spitze. Aber pronto. Ich möchte mich hier nicht mit dem beschäftigen. Nein. Oh. Nur aus dem Grund. Egal, wir haben da gleich eine lange Gerade. Da können wir richtig Stoff geben. Unterschätzt mich mal nicht hier. Unterschätzt mich nicht. Hilfe. Da nichts. Na. Okay, kein Thema. Kein Thema. Ich schaff das, ich schaff das. Ja, geschafft. Nice. Oh, der mit seinen Tanks da. Aber unsere Tanks auf dem Cockpit, ja, auf dem Beifahrersitz sind ja auch nicht ganz ohne. So. Der eine war wenigstens so schlau, hat die hinten dran gemacht und nicht neben sich. Ja, wobei, die sind so groß, wenn die explodieren. Ich glaube, dann ist vorbei. Na. Okay. Okay, okay. So, vorsichtig. Diese Passage hier, die mag ich sehr gerne. Ich weiß nicht genau warum. Ich finde, die sieht optisch irgendwie schön aus. So. Na. Nein, fang dich. Fang dich! Na, nicht in den Baum. So, hier nochmal Vollgas geben. Okay. Super. Ich finde das so krass. Wir haben so eine schnelle Karre und sind hier jetzt wieder Vierter, ne? Und wer weiß, wo der oder die Erste ist. Ah. Ah! Wir sind zur Hälfte Schrott. Scheiße. Ich muss aufpassen. Sonst überleben wir das hier nicht. Oh Mann, Leute. Wie soll ich denn aufpassen, wenn ihr so eine Scheiße zusammenfährt? So, da ich mag die Gleise immer nicht. Ich mag die Gleise nicht. So, Kartons können wir mitnehmen, ist kein Thema. So. Der Erste, ich sehe ihn auf der Minimap. Komm her, wer immer du auch bist. Der erste Platz, das Siegesfeuerwerk. Das gehört mir. Kannst du knicken, dass du das da mitnimmst. Na, scheiße. Ah, fuck. Komm, 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 dreh dich. Ja. Ja, 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 ja. Nice. Das war nice. Okay. Nein. Ja. Was ist das hier für eine Stuntfolge? So. Ah, aber solange das halt alles klappt, ist doch kein Thema. Das klappt aber nicht so gut. Scheiße. Na, dieses Aufsetzen hier. Nein! Ach komm, leck mich doch, ey. So, ich verdufte. Ich kann hier auch Zweiter werden, das ist kein Thema. Oh, Alter. Alter, das ist ja ein richtiges Stuntfolge. Was passiert denn hier? Oh nein, die Schienen. Eieiei. Nein, ich sag's schon wieder. Ich will nicht mehr Eieiei sagen. Das ist voll peinlich. Wer sagt denn das? Wo habe ich das denn aufgeschnappt? Oh Gott. Jetzt sage ich gar nichts mehr, weil ich nicht Eieiei sagen will. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So, aber wir haben das auch gleich beendet. Oh Mann, ey. Zweiter, das ist vollkommen okay. Ja. Leider kein Siegesfeuerwerk, aber was soll man machen? Man kann ja nicht alles haben, ne? Gothica Black. Du Kleine, ne? Gleich auf sind wir jetzt mit der. Die neue Strecke. ICP Main Sever Line. D2. Noch wichtiger als die Frage, wie du in dieser Röhre gelandet bist, ist die Frage, wie du wieder herauskommst. Oh, ich bin gespannt. Gucken wir kurz mal die Kamerasicht hier an. Das. Oh, ich erinnere mich. Oh, das war teilweise ja ein richtiger Albtraum, die Strecke. Geht's da auch wieder raus oder ist die Strecke nur in den Dingern hier? Nur in der Kanalisation?
Das sieht schon cool aus. So, geht es jetzt hier noch raus oder ist das wirklich nur die Röhre? Das scheint nur die Röhre zu sein. Es gibt noch eine Strecke, da fährt man noch draußen rum, die wir freischalten werden bald. Wie lange geht denn die Kamerasicht? Sind wir einmal rum, glaube ich, jetzt schon? Ja, ne? Ich glaube, ich drücke die jetzt mal weg. So. Alter, mach doch Licht an! Jetzt haben wir kein Licht an. Wir sind in der dunklen Röhre. So, ich fahre mal hier lang. Nein, da wurden wir mitgerissen. Och nö. Die anderen haben ja auch Probleme. Na, lass mich vorbei. Kann man hier durch? Ja. Wunderbar. Das erinnert mich irgendwie an Star Fox 64. Da fliegt man irgendwann mal recht am Ende des Spiels auch so durch so einen Tunnel. Und da muss man Sachen links und rechts ausweichen. Ein bisschen wie hier. Ah, shit. Okay, wunderbar. Mist. Gar nicht wunderbar. Komm, gib Gas. Wir sind Fünfter. Wir müssen aufpassen, weil Gothica Black ist sehr gut aktuell. Was ist denn da gefahren? Hä? Das flog gerade wie ein Flumium her. Habt ihr das gesehen? So, ich fahr mal lieber ein bisschen langsamer, weil mit 400 Sachen kann man die Kurven hier nicht so gut packen. Ist noch immer die erste Runde, ja. Ah, okay. Okay, okay. So langsam verinnerliche ich die Strecke. Ah, super. Irgendwie mag ich... Nee, ich mag sie doch nicht. Ich wollte einmal nett sein. Ich wollte einmal sagen, dass ich die Strecke mag. Und dann sieht man ja, was passiert. Aber wieso habe ich mich zurückgesetzt? Ich sollte anfangen, mich einfach zu fangen, anstatt mich wieder zurückzusetzen. Das Zurücksetzen dauert manchmal sogar viel länger, als sich einfach wieder zu fangen. So, nein. Mist. Ich muss den richtigen Weg finden noch für mich. Na, ich sehe nichts, so dunkel. Ah, okay. Weil unser Typ ja keine Scheinwerfer anmachen möchte. So, vorsichtig. Ich kann ja auch mal anfangen, mit Handbremse zu arbeiten. Das habe ich hier noch nie wirklich gemacht. Außer vielleicht am Anfang, aber dann habe ich es vergessen. Scheiße. Scheiße. So, wer ist denn jetzt wieder Erster hier? Wenn das die Gothica ist, ne? Dann muss ich sie umbringen. Tut mir leid. Och, komm schon. Gib Gas. Nein, ich sehe nichts. Oh. Die ist doch jetzt wieder sonst wo über alle Berge. Über alle Tunnel. So ein Mario-Easter Egg wäre irgendwie lustig. So. Na. Was ist das hier? Hart. Sehr fordernd, diese Strecke auf jeden Fall. Sehr fordernd. So. Concentration. Ei. Okay. Keine Spur von Gothica. Die war doch bestimmt wieder Erster, oder? Ja, komm. Gothica. Die führt jetzt, ne, mit einem Punkt. Wir müssen sie vernichten. Wir wissen genau, auf wen wir uns jetzt konzentrieren müssen. Wieder Wald im Sonnenschein. So, ich muss mir mal langsam merken, was für Fahrzeuge unsere Kontrahenten gerade hier fahren. So, wie ich... Toll. Das war ja super. Das war nicht mal meine Schuld diesmal, okay? So, wer... Oh Mist, jetzt war ich abgelenkt. Na, komm. Wer von euch ist Gothica Black? Sagt mir, wer von euch ist es? Händigt sie mir aus. Oder ich muss euch alle schrotten. Ich bin gut im Schrotten, wie man hier sieht. Vor allen Dingen mich selber. Ja, übertreibt doch, Leute. Ach, Mann. Ihr übertreibt. Ihr kleinen Übertreiber hier. So, ich setze mich mal hier an die Spitze. Dieses Geld-Nitro sieht ganz doof aus. Das sieht aus wie... Als wird unser Auto pupsen. Ach, komm schon. Was ist denn hier los? Ja, wir sind Letzter. Klar, Letzter. Wo ist diese Gothica? Wer ist diese Gothica? Ja. Oh, shit. Nach rechts, okay. So, wunderbar. Den haben wir vorübergehend ausgeschaltet.
Lieutenant Speedway. Der. Na. Oh, Mann! Was ist denn das hier? Oh, das ist doch. Leute. Ich fahre hier lang. Hilfe, jetzt sind alle schon wieder da. Nein. Ich möchte doch einfach nur Flatout 4 schaffen. Dolores. Wo ist die Gothica? Sag doch mal. So, ich war. Im Flatout 2 habe ich mich drüber aufgeregt. Also nicht drüber aufgeregt, das ist übertrieben. Ich fand das ein bisschen störend, dass so Sachen wie Flugzeugturbinen und Laternen und all so ein Kram, dass die viel zu leicht sind, wenn man dagegen knallt. Als wenn die aus Styropor, so hat sich das mal angefühlt. Aber wenn ich hier gegen Baumstämme knalle und das reißt mich vollkommen raus, ich weiß, warum die das gemacht haben. Bugbee Entertainment, ich weiß das zu schätzen, dass ihr Flugzeugturbinen leicht gemacht habt. Da wird man sich ja nur ärgern, wenn man ständig die Kontrolle verliert. Ein bisschen wie das hier der Fall ist. So, lass mich mal. Ja, komm, dann komm halt mit an die Spitze. Aber dann muss er mithelfen. Dann musst du mithelfen, diese komische Black zu finden. Und sie auszuschalten, okay? Dolores. Na, Mist. Ah, kein Thema, kriege ich hin. Eine Runde ist es noch. Oh, Mist. Alter, das ist so. So. Ah. So hart hier gerade einfach. Ich weiß nicht mal genau warum. Ob es die Geschwindigkeit einfach nur ist? Ob es die Konzentration ist? Das war gerade irgendwie cool, wie unser Fahrrad rausgeguckt hat. Das ist mir schon mal aufgefallen beim Schneiden. Aber ich dachte mir, vielleicht war das Zufall oder so. Aber das war irgendwie cool. Nettes Detail. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Gina Paintball. Bitte nicht. So, wunderbar. Jetzt gebe ich hier mal Gas. Weg, 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 weg. Vorsicht, hier kommt ja irgendwo der Felsen in der Mitte. Weiter Gas geben. Vorsicht, hier kommt ja dann hier das Ding da. Nein! Alter, wo ist die Dolores? Ah, nicht die Dolores, diese Gina. Nein, auch nicht die Gina, die andere. Ist die. Dürfen wir das nochmal machen? Ist das die Possibility? Vierter. Die ist weg. Yes, Door. Nö, wir sind eh Schrott. Na gut. Dann machen wir das nochmal neu. Was haben wir für eine süße Hupe eigentlich? Weg da. Muss hier vorbei. Muss hier noch meinen Einkauf erledigen. Oh, komm jetzt. Hallo. Alter, ist das nervig. Nein. Ich muss an die Spitze, so schnell wie möglich, bevor die Gothica überhaupt Abstand aufbauen kann. So. Wird das schon langsam wahnsinnig hier. So, na. War sie das? Das war sie. Wunderbar. Wir wissen, die ist jetzt hinter uns. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur ein bisschen vorsichtiger sein. Sagte er und knallte gegen den Felsen, überschlug sich tausendmal. War sie das? Das war sie. Ja. So, die dürfte das Rennen nicht mehr überleben. Um die müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ich habe mir leider nicht gemerkt, wie es mit den anderen vom Punktestand her aussieht. Aber ich hoffe einfach mal das Beste, wenn wir das Ding jetzt hier ins Ziel fahren. Ja, nimm da ruhig einen ganzen Böller mit. Ein Telefonmast oder Strommast oder was auch immer. So. Okay. Na. Alter, wie schnell sind wir denn? Der hat irgendwie gerade null gebremst gerade. Null. Nein. Nein, nein, nein. Hm. Vierter, das ist okay. Das kriegt man noch hin. Eineinhalb Runden haben wir noch.
Oh, Mann. Ich will mich ja gar nicht so oft zurücksetzen, aber... Dolores. Ja, Dolores, du darfst hier sein. Das ist okay. Gegen dich habe ich gerade nichts. Vielleicht im nächsten Cup, aber aktuell habe ich gerade nichts gegen dich. So. Weg mit dir, Evasion Bob. Ich erinnere mich an deinen Namen. Dritter. Oi, oi, oi. Das braucht so viel Konzentration, ihr glaubt mir das nicht. Und irgendjemand hier im Haus ist gerade echt laut und das stört gerade die Konzentration. So, hier lang. Na, na, okay. Zweiter, zweiter, sehr schön. Eine Runde noch. Evasion Bob. Hör auf zu Evasion hier. Lass das. Lass das. Na. Guck mal, die sind alle gesundheitlich gar nicht mehr so gut aus hier, ne? Ich will hier gar nicht lang. Och, Leute. Könnt ihr mal aufhören, mich zu irgendwelchen Wegen zu zwingen, die ich nicht fahren möchte? Das ist ja schon fast Gruppenzwang hier. So. Mein Commentary ist gerade nicht so berauschend, ich weiß, aber das ist gerade einfach so. Wow! Wow! Was war das denn? Da stand ja einfach im Weg. Nur weg. Das ist so anstrengend, so, also nicht anstrengend in dem Sinne, sondern herausfordernd. So. Dass ich hier nicht so viel reden kann. So, na, oh, wo fahr ich denn lang? Wo fahr ich denn lang? Na, na. Oh, ich hasse Wald. Hier sind so viele Bäume. Nein, wir sind Dritter, wir waren Erster. Egal, Zweiter ist auch okay. Zweiter ist okay. Bitte irgendwo gegenfahren, Marvin. Na, mein Feuerwerk. Dolores! Ah, Mist, ey. Egal, wir haben es geschafft. Ah, nee, es war Antonia. Und wie sieht's aus? Wir haben gewonnen. Und damit... Ja, wir haben eine neue Strecke jetzt freigespielt. Oder sowas. Und noch irgendwas. Und Braces Roar. Den hat mich ein bisschen an... Wie hieß denn der eine? Oh, shit, wie hieß denn der eine? Robert! Kennt ihr noch Robert? Den hab ich ein bisschen dran. Und ein neues Fahrzeug. Cool. Und noch ein neues Fahrzeug. Cool. Und ein Skin. Und Schrei 1. Und Blasen. Ich teste das gleich mal. Und ganz viel Geld. Geil. Ja, und noch ein Zeitrein. Und jetzt noch der Cup. Ah ne, den haben wir schon gehabt. Okay. Super. Wir sind in der letzten Series. Was ist das? Die Cracker Jack Series. Okay. Ja, gut. Da fehlt da nicht mehr viel. So, aber... oh, guck mal, diesmal hat es wieder länger gedauert, ne? Diesmal... Ja. Hier haben wir... Machen wir wieder Orange. Blasen. Oh, das sieht voll schön aus. Ich wünsche, das wird auch hinten aus dem Düsenantrieb kommen. So, und dann hört sich Schrei 1 an. Oh mein Gott! Was ist das denn? Komm, das nehmen wir. So. Das ist ja voll gruselig. Gut. Knapp 30% habe ich schon geschafft in der letzten Klasse. Das geht ja doch irgendwie doch voran, ne? Schleppend, aber es geht voran. Stimmt, dann haben wir es ja bald schon beendet. Wie viele Folgen sind das noch? 5 Folgen, dann haben wir es beendet. Hm. Na gut, was erwartet uns die nächste Folge? Ah, wieder diese Tunnelstrecke. Und hier sehen wir dann die neue Strecke. Gut, dann danke fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Nee, stopp! Moment, wir sehen uns noch nicht. Ich vergesse das doch sonst hier. Wir tunen nochmal unser Getriebe. Damit ist alles getunt, bis auf unser Nitro. Kriegen wir das noch voll? Ja, also wenn das so ist.
Unser Fahrzeug ist jetzt komplett getuned. Das heißt, wir haben eine neue Lackierung. Und das ist mir im Nachhinein eingefallen, was für eine Lackierung das ist. Die kennen wir aus den Stunts. Das ist die Stunt-Lackierung. Sieht... Ja, sieht okay aus. Also ist nicht hässlich. Nicht mein Favorit, aber sieht okay aus. Ich würde die auch lassen. Jetzt. Bis wir diese eine freigespielt haben. Gut. Dann fahren wir nächste Folge mit einer frischen Lackierung. Gut, Leute, dann wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.